Eine ganz interessante Person, das ist Georges Biemiller aus Bremerhaven. Und Georges, wir kennen uns ja schon lange. Ja, das genau. Kommen wir. Und du bist ja der Initiator von Seebeck am Markt. Das ist der berühmte Sängerwettstreit, der seit wie vielen Jahren schon stattfindet? Also ganz richtig ist das nicht. Der wirkliche Initiator von Seebeck am Markt, als es Seebeck am Markt noch gab, war Harry Nestler. Ja. Und ich glaube, da war das irgendwie jeden ersten Freitag im Monat, dass da Sängerwettstreit war. Wir können ja schon mal erzählen, alleine Seebeck am Markt. Wissen ja die wenigsten Leute, was ist Seebeck am Markt? Seebeck am Markt ist ein Riesengebäude in Bremerhaven. Ja, war es. Ein Wahnsinn, der größte Saal überhaupt in Bremerhaven. Ja. Und wurde neu von Friedrich Siebke gebaut. 1850, das muss man überlegen. Da stand ich noch als Marmeladenglas im Konfitürenladen. Ja, nein, da stand, ja genau, 1850 gebaut und war damals ja ein Hotel und man muss sich ja vorstellen, es gab ja keine Autos damals, auch keine Taxen. Und da war die Pferdefuhrwerke, fuhren hin vor Seebeck am Markt. Und ihre Gäste wurden dann gleich im Hotelzimmer dort untergebracht, die da kamen. Und da war das Zentrum für diese Pferdefuhrwerke, die in der Stadt war. Das war lange vor meiner Zeit. Ja, genau, vor meiner natürlich auch. In den 50er Jahren fanden dort große Tanzveranstaltungen statt bei Seebeck am Markt. Hauwupti, nicht, haben sie das genannt. Heimwupti. Heimwupti haben sie das genannt. Und was da noch war, waren auch Boxkämpfe dann, ja. Genau. Boxkämpfe, nicht? Der Weserring, glaube ich, hieß das damals. Weser Boxring, genau. Und Ende der 50er Jahre kam dann der neue Besitzer. Das war der Klaus Otto. Und Klaus Otto kam auf die Idee, so wie ich weiß, dass er dann mit diesem Sängerwettstreit schon mal probierte und anfing. Ob er das denn selbst war, das wissen also er hat das nicht initiiert, das war Harry Nestler. Harry Nestler. Gut. Bevor ich überhaupt zur Live-Musik gekommen bin, muss ich sagen, hatten wir im Klushof in Bremerhaven in der Stresemannstraße so einen kleinen Raum. Da stand ein Philips-Plattenspieler und da konnte man Platten auflegen. Und dann war es immer so, dass wir uns da einmal in der Woche trafen, haben Platten aufgelegt und die Mädels haben getanzt. Das war alles super gut. Da bin ich das erste Mal, habe ich Blut geleckt, dass ich eventuell Discjockey machen könnte. Und Discjockey gab es im Klushof hinten im großen Saal. Da war Rolf Appelt, bei dem durfte ich dann Platten auflegen. Er machte die Moderation und so weiter. Und irgendwann war das langweilig, weil es war alles aus der Konserve. Und eines Tages, als ich in den Klushof reinkam, hörte ich sowas wie Johnny B. Goode von Chuck Berry. Und Chuck Berry war schon immer mein Favorit im Rock'n'Roll. Und da bin ich in diesen kleinen Raum reingegangen, der angeblich schalldicht sein sollte, mal vorsichtig die Tür aufgemacht und da standen zwei Gitarreros und spielten Chuck Berry. Und ich habe nichts gesagt, habe mich in der wohl in die Ecke gesetzt und habe abgewartet, bis einer sagte, spielst du Schlagzeug? Und da habe ich gesagt, nö, aber ich würde gern. Und er sagte, ja, da steht eine Bude, die gehört da zum Laden, habe ich mich also dahinter gesetzt. Und dann habe ich mitgespielt, obwohl ich eigentlich gar nicht spielen konnte. Und dann haben wir festgestellt, wir funktionieren, aber alles war hochfrequent oder mittelfrequent, aber wir haben keinen Bass. Und dann habe ich einen Bassisten besorgt, der eigentlich auch gar nicht spielen konnte, genauso wenig wie ich. Aber er sah gut aus, das war Wolfgang Henschel. Und irgendwann, als wir 15 Stücke zusammen hatten, dass wir hätten irgendwo spielen können, habe ich gesagt, wir brauchen jemanden, der uns Jobs besorgt, sonst kommen wir nirgendwo hin. Und da sagte Io wiederum, ich kenne einen, der heißt Klaus Lukas und die haben bei Seebeck am Markt ihren Talentwettbewerb und da können wir hin und da können wir vorspielen. Und das haben wir gemacht. Alle waren irgendwie schon 16, nur ich war 15, das war egal. Ich habe mir meine Sticks hinten in die Tasche gesteckt, bin da in den Saal rein, habe gesagt, wir machen hier mit und so. Und dann haben sie uns auch durchgelassen. No risk, no fun. Und dann sind wir zu Klaus Lukas an den Tisch und habe ich gedacht, also der sieht aus wie ein Steuerberater, aber nicht wie ein Beatmanager oder sowas. Aber egal, er hat gesagt, ah, wer seid ihr denn? Okay, vorher haben wir uns natürlich einen Namen gegeben, damit, das ist ja immer klar, wenn du angesagt werden willst auf der Bühne, dann musst du auch irgendwie sagen, wie du heißt, das waren die Soul Beats.
Und wenn man jetzt denkt, Soulbeats, was hat Soul mit Rock'n'Roll zu tun? Also Soul ist Seele und Rock'n'Roll ist auch Seele. Alle fanden den Namen gut, also wie hießen sie Soulbeats? Dann sagt er, geht rauf, Jungs, in der Pause und spielt. Also wenn die Band aufhört. Und oben waren die Risen Brothers und die waren schon so klasse, dass ich schon irgendwie, also schon gar nicht wusste, ich hatte Schweißausbrüche und alles Mögliche. Aber ich sah natürlich auf der Bühne auch ein Ludwig-Schlagzeug, wo ich nur von träumen konnte, denn ich wusste ja, Ringo Starr von den Beatles spielt auch eins. Und dann sind wir hoch und haben gespielt und ich will jetzt nicht alles genau so erzählen, wie es da bei dem Auftritt gewesen ist, aber nach einer Viertelstunde, es war die aufregendste Viertelstunde meines Lebens, danach war ich eigentlich durch mit der Übung und habe gedacht, so ein Mist, so durchgefallen, so schnell kann das gehen, so lange dafür geprobt und nichts. Und wir kommen runter auf der Treppe, runter in den Saal, wieder kommt uns schon der Bassist Bernd Zamulo entgegen und Zotti Brock auf der Gitarrist und sagt, Jungs, das war klasse. Und Klaus Lukas unten am Tisch sagte zu mir, ey, wenn du, George, deine Hi-Hat ein bisschen weiter aufmachst, dann kommen wir ins Geschäft. Und von da an war es so, dass das war meine erste Begegnung mit Seeberg am Markt. Und dann hatte ich natürlich irgendwann rausbekommen, dass da am ersten Freitag immer durch Harry Nessler diese Sängerwettstreite stattfinden. Da bin ich einmal gewesen, aber es hatte für mich überhaupt nichts. Also ich meine, Stefan Remmler ist da gewesen, hat gewonnen, der hat gewonnen. Aber ich selbst habe da nie dran teilgenommen. Ich fand das nur ganz witzig, weil da eine Band spielte. Also mit den Sängern konnte ich sowieso nichts anfangen. Und dann, viele, viele Jahre später, als ich im Sanssouci spielte bei Manni Müller, das war ja wie 1986, saßen wir irgendwie abends zusammen am Tresen und haben gesagt, dass es eigentlich schade ist, dass die Zeit von früher einfach so verschwunden ist in irgendwelchen Kisten und keiner sich mehr daran erinnert. Aber die Musiker, die im Sanssouci spielten, wie zum Beispiel Uli John oder Stefan Franz, das waren ja Pioniere im Rock'n'Roll, die auch bei Seeberg schon gespielt hatten und bei Wettstreiten und was weiß ich, einfach mal eine LP zu machen mit diesen ganzen Jungs. Und da habe ich gesagt, dann lass uns das so machen, dass wir auch die ganzen Sänger, soweit sie noch verfügbar sind, wie Werner Grasmück, Mücke Grasmück oder eben Uli John, Manni Müller und Emil Harder und wie sie alle hießen, zusammenholt, eine LP macht. Und das bot sich förmlich an, weil Fulvio, dem das Studio gehörte am Alten Hafen, wie gesagt, abends auch immer mit Sanssouci saß. Und so sind wir dann auf den Nenner gekommen, das zu machen und haben das durchgezogen und innerhalb von einem halben Jahr war eigentlich alles auf Band. Ich habe noch ganz bewusst auch Fulvios Studio genommen, weil in den 90er Jahren, wo alles schon anfing digital zu werden, man wegging von diesen breiten Bändern, Aufnahmebändern, wusste ich, dass Fulvio diese alten Bänder noch hatte, also damit Aufnahmen machte und ich wusste, oder hatte gehört, dass er seine Tonköpfe nie richtig sauber macht. Das wiederum sagte mir, okay, dann kriegst du auch das dahin, dass es authentisch klingt. Das heißt, ein bisschen kratzig und so wie früher und so genauso ist es dann auch geworden. Okay, dann war die LP im Kasten, man hat sie verkauft und sie ist das ist also das Cover Seeberg am Markt, das ist die LP. Und wie sollte man sowas finanzieren? Das ist ja klar, dass ich das Geld nicht hatte und niemand wollte da irgendwie in die eigene Tasche gehen. Und dann haben wir zusammen diese ganzen Sponsoren gefunden, unter anderem eben auch Fritz Stagge dabei, Stagges Hotel in Osterholz-Scharmbeck, bei dem wir als Soulbeats auch gespielt haben. Also wir haben alle möglichen Leute auf den Plan gerufen und hier sind dann die Teilnehmer in jungen Jahren, hier sind wer alles mitgemacht hat und so weiter. Stefan Remmler auch, allerdings konnte Stefan natürlich nicht extra einfliegen und ins Studio gehen. Aber das ist die LP Rundschnitt Petticoats und Rock'n'Roll. Im Kasten alles gut. Wiederum Jahre später, als sich das zum 40. Mal jährte mit Elvis Presley, da brauchte man hatten 4 Tage Rock'n'Roll mit Ted Herold, Peter Kraus und was weiß ich, Franny and the Fireballs, alles Mögliche in Bremerhaven in verschiedenen Lokalitäten. Für den Sonntag, für den letzten Tag, hatten sie aber noch nichts. Und der Betreiber des Columbus Bahnhofs,
Stojan trat an mich heran und sagte, ob ich nicht Lust hätte, dieses Projekt Rundschnitt, Petticoats und Rock'n'Roll nochmal live auf die Bühne zu holen, weil wir haben es schon einmal im Ballhaus aufgeführt am Roten Sand und einmal im Parkhaus. Einmal schon live aufgeführt und zwar immer ausverkauft. Und da hat er gesagt, ob wir das nicht im Kolumbusbahnhof machen können am Sonntag, am letzten Tag. Das haben wir gemacht, ich habe das alles organisiert und was soll ich sagen, es kamen an die 2000 Leute. Das war unglaublich. Nun haben aber die Veranstalter gedacht, 2000 Leute sind wegen dieser Veranstaltung gekommen. Die hatten sich alle Karten gekauft für 4 Tage und haben sich gesagt, bevor wir jetzt wieder nach Göttingen oder Düsseldorf nach Hause fahren, dann nehmen wir natürlich den Sonntag mit. Und so wurde das eine Riesennummer. Und dann kam man zu mir und sagte, das machen wir jetzt jedes Jahr, das ist doch klasse. Da habe ich gesagt, aber nicht so. Weil wir haben eigentlich das als Projekt aufgeführt und es war kein Wettstreit. Da noch nicht. Da waren lediglich die Sänger, die hier auf dieser EP sind, waren da vertreten. Und ich habe mit meiner Band George B and the Bees alles aufgebackt und wir haben zum Tanz gespielt und so weiter. Aber es war kein Sängerwettstreit. Und als man mich dann bat, das jedes Jahr zu machen, da habe ich gesagt, wir machen einen Sängerwettstreit daraus. Ich werde die Teilnehmer dafür über die Presse akquirieren, eine Band zusammenstellen, eine Moderation finden, weil das wollte ich dann nicht mehr alles alleine machen. Und so kam es irgendwie dazu, dass dann im zweiten Jahr quasi, das war 1998, wenn mich nicht alles täuscht, dass das Sängerwettstreit stattgefunden hat im Kolumbusbahnhof, da wo Elvis eben auch angekommen ist. Bei den einzelnen Veranstaltungen war nämlich nicht so viel los, aber dafür alles geballt im Kolumbusbahnhof. Und die erste Veranstaltung war auch sehr aufwendig, weil ich also extra eine Band zusammenstellen musste, die diese ganzen Titel begleitet. Die war auch nicht wirklich authentisch mit der, die das im Studio eingespielt haben. Und ich brauchte auch noch eben die Band, die musste auch noch zum Tanz und zur Unterhaltung spielen. Das und mit Moderation und allem zusammen war mir also viel zu viel, das alles zu organisieren und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, wenn ich das im nächsten Jahr als Sängerwettstreit mache, möchte ich gerne einen Moderatoren haben. Den habe ich mir selber ausgesucht. Das ist mein Freund Günther Kocken geworden, der die Moderation macht. Und natürlich war Bedingung angeknüpft an Seewerk am Markt, dass die stärkste Zeit mit der Rock- und Popmusik oder Beatmusik hatte in den 50er und 60er Jahren, dass die Teilnehmer am Sängerwettstreit auch nur Lieder aus den 50er und 60er Jahren interpretieren durften. Okay? Ja, gut. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Irgendwann war es denn so, dass unglücklicherweise oder leider der Betreiber der Gastro im Kolumbusbahnhof Stojan verstarb und somit niemand da war, der dieses Projekt, kann man schon sagen, irgendwie dieses Ding auf die Bühne bringen wollte. Das heißt, es war eigentlich auch kein Saal da. Waren im Kolumbusbahnhof sonst bis 2008 waren, oder 2007 waren immer um die 1000 Leute da. Wo sollte man das hier aufführen in Bremerhaven? Und die Stadthalle hatte mich vorher schon angesprochen, ob ich das nicht hier in der Stadthalle machen wollte. Und ich habe gesagt, nö, also never change a horse in the middle of the stream. Oder wenn du Erfolg hast mit jemandem und das funktioniert, dann mach das. Und mit Stojan und mir ist alles super gut gelaufen. Aber als er dann verstorben ist, bin ich dann auch wieder zu den Verantwortlichen der Stadthalle gegangen und habe gesagt, okay, ihr könnt die Veranstaltung jetzt haben, wir können es hier durchziehen. Und ich habe natürlich zu meinen Bedingungen, das heißt also, ich wollte gern die Band behalten, Splish Splash, die ursprünglich den Sängerwettstreit begleitet haben, aber die lösten sich dann auch auf und so brauchte ich eine neue Band und da habe ich dann herausgefunden, dass die am längsten schon zusammenspielen und die auch bereit sind, solch eine unglaubliche Arbeit auf sich zu nehmen, denn die müssen ja nicht nur eben, wie gesagt, zum Tanz spielen, sondern alle Interpreten, maximal sollten es eigentlich 12 sein, mal sind es 11, mal sind es 13, das hängt davon ab. Und dass diese Band dann, Larry the Angel, auch noch aus Bremen angereist kommt und auch einen Tag vorher die Live-Probe vor Ort mit durchziehen muss. Also das ist schon eine gewaltige Anstrengung und das ist schon ein schönes Programm. Ja.
Okay. Ja. Frühschoppenmeister ist schon was. Nee. Ist eine Ausstellung. Ja, ich stelle mal eine Ausstellung, damit ich schnell. Okay, alles klar. Das nur nochmal. Dass diese Veranstaltung nebenbei auch noch heißt Norddeutschlands größter Frühschoppen, das hat sich daraus ergeben, dass der Sonntag dieser vier Tage, dieser vier Elvis-Tage, früh zu Ende sein musste für die Leute, weil die mussten ja noch alle wieder nach Hause reisen, Montag geht die Arbeit wieder los. Also haben sie das morgens um 10 Uhr angesetzt. Als Frühschoppen, also eben mit Frühstück und allem drum und dran, und das hat ganz prima funktioniert. Und so hat die Stadthalle das eben auch übernommen. Also das ist Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl, alles dabei.